Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Heute haben wir wieder eine Wiederholung. Ich glaube, Tortillas kennen wir schon. Genau. Heute haben wir die ersten Erfolge in Klammern. Wir haben ziemlich viel Feld bestückt. Unsere Obstbäume wachsen gerade auch aus. Unser Mahagoni-Baum wächst auch gut. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal gucken, was es so im Dorf gibt. Direkt mitnehmen. Wo wohnt denn der Kurt? Das bist du doch, oder? Ken, sorry. Weile hier nicht. Dein Hof läuft wohl gut. Dann noch mal weiter, Junge. Kurz mal gucken, ob sich hier was verändert hat. Das zum Beispiel nehme ich gerne nochmal. Ich habe die immer noch nicht gekauft. Okay, jetzt brauche ich wieder 10 weniger. Das heißt, ich brauche nur noch 11. Und wir gucken uns an, was hier aufgetragen wurde. 2 Dutzend Eier kann ich dir gerade nicht liefern. Lokale Bevölkerung seefisch auf eine nicht tragbare Ernährung. Ich brauche einen örtlichen Angler, der mir hilft, ihre Zeit zu. Ja, das könnte ich übernehmen, aber erstmal Regenbogenmuschel gucken, ob hier eine ist. Schade. Hier ist keine bisher. So, und ich möchte jetzt auch gleich mal wissen, wie der Saat nochmal herzustellen ist. Der, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Saat. Guterzeuger. Der ist gar nicht so teuer. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus, wenn der Knoblauch da ist. Ich glaube, ich kaufe mir mal Hühner. Werden eh sau teuer sein. Tier kaufen. Eines großen Stalls. Verlorenes Luxushühnerscheiß. Huhn. Wähle einen Huhn. Da. Ja, die Namen lasse ich mal alle gleich. Sehr schön, ich sende dir sofort zu Tier kaufen. Huhn. Sehr schön, ich sende dir sofort zu, danke. Tier kaufen. Huhn. Und ein Tier kaufen. Huhn.
So, und dann noch Tierbedarf. Brauche ich jetzt eigentlich noch nicht. Vier pro Tag. Ich habe jetzt 96. So. Steine kommen hier nicht rein. Ich tue mal den Kram hier weg. Also Monsterzeug noch. So, 11 Stück noch. Und herstellen. Mal gucken, wo ich das hinsetze. So. Also, ich werde das hier alles abholzen. Bis auf die zwei Kiefern. Ich werde das alles samenfrei machen. Und werde dann Totem Hof, danke. Nicht durch. Noch zwei Bäume vor mir.
jetzt noch die letzten mit der Spitzhacke. Und Steine. Und dann wird hier nämlich wildes Gras angepflanzt. Mal kurz gucken, ob alle Bäume frei sind. Frei, frei. Perfekt. Jetzt werden noch die Hühnerkotz ziehen mal. Ein wenig vorsichtig, ist eine merkwürdige neue Welt. So, ja, dann wachst mal gut auf, Jungs. Und Mädels. Wollte hier niemanden diskriminieren. Okay, ich brauche mal ein bisschen mehr. So sieht das schon besser aus. So. Dann war es das für heute auch. Also ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich habe festgestellt, dass ich so einen riesigen Latschen an der Schulter habe. So einen Allergieflatschen. Der juckt auch ziemlich gut. Kartierten Durchmesser von 2 cm. Also für mich ist das riesig. Gut, die Wiederholung gucken wir uns nicht an, aber das Wetter. Eine leichte Brise erwartet eine Menge Pollen. Leichte Brise ist kein Problem. Dann mache ich das Ding zu, gehe ins Bett und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.